Kudusack-Spieler an der GV von Nidwalden-Tourismus, weil zu schottischer Sparsamkeit ist man im Kanton Nidwalden gehalten, wenn es um Tourismusförderung geht. Grund vom Kanton gibt es kein Geld. Und das, obwohl Nidwalden zu den reichsten Kantonen der Schweiz gehört. Kein Geld, das liegt an veralteten Gesetzen und der Uneinigkeit, wie Beiträge für Tourismusförderung erhoben werden sollten. Kein Geld, das will man jetzt ändern mit einem neuen Gesetz. Die Finanzierung vom Tourismus, eines der Schwerpunktthemen an der GV von Nidwalden Tourismus in Standstaat. Mit einem herzlichen Willkommen zu der zweiten Generalversammlung von Nidwalden Tourismus. Wie kann man diese jetzt unbefriedigende Situation ändern? Dazu hat der Regierungsrat Otmar Filiger, Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion, neue Wege skizziert. Das Konzept zur Förderung des Tourismus in Nidwalden ist eigentlich nichts anderes, als jetzt einen Weg aufzeigt, wie man zu diesem Gesetz kommen will. Otmar Filiger, die planen ein neues Tourismusgesetz. Wie ist die Situation heute in Nidwalden? Also die Situation im Kanton Nidwalden bezüglich Tourismusförderung ist eigentlich nicht eine gute. Man hat wenig Mittel und man kann nicht viel machen. Das Gesetz ist aus dem 1971. Wir haben die letzten Jahre x-mal probiert, ein neues Gesetz zu erarbeiten. Wir haben keine mehrheitsfähige Lösung gefunden. Es ist also höchste Zeit jetzt, dass wir ein neues Gesetz erarbeiten können. Wo liegen da Knackpunkte? Die Schwierigkeiten sind sicher darin zu sehen, dass die touristischen Leistungserbringer unterschiedliche Interessen haben, dass Gemeinden unterschiedliche Situationen haben, Bedürfnisse haben bezüglich Tourismusförderung. Und das Dritte ist eigentlich auch, dass die Enttäuschungen, die da sind, weil sie in den letzten Jahren nicht zu einer Lesung gekommen ist, dass die auch noch so ein bisschen bremsend sind im Ganzen. 6 Anläufe hat man bis jetzt für ein neues Gesetz unternommen. Die gute Lösung für alle hat man aber nicht gefunden. So muss man dann wohl oder übel weitermachen wie bisher. Dazu Geschäftsführerin von Nidwalden Tourismus, Derna Blättler-Galliker. Ganz einfache Frage, wie funktioniert Nidwalden Tourismus? Nidwalden Tourismus finanziert sich einerseits aus der Gastronomie- und Beherbergungsabgabe und andererseits von Mitgliederbeiträgen und Sponsoringbeiträgen. So kommen etwa 200'000 Franken zusammen und so machen wir im Moment ein minimales Marketing, weil wir eben im Moment noch kein neues Tourismusgesetz haben und somit auch keinen Kantonsbeitrag. Eine einfache Frage, aber nicht eine einfache Lösung für euch, oder? Ja, das ist richtig. Also wir haben im Moment eine sehr schwierige Situation, aus wenig Geld ein wirkungsvolles Marketing zu machen, dass wir gleich irgendwie wahrgenommen werden und gehört werden in dieser grossen Informationsflut, die es eben sonst überall hat auf dieser Welt. Sparen ist angesagt. Ihr habt das heute markant demonstriert. Ja, in dem Sinn sparen, das heisst mit den wenigen Mitteln, die wir haben, die möglichst wirkungsvoll einsetzen. Das heisst nicht einfach ein paar Radiospot, Fernsehspot machen und dann ist das Geld draussen, sondern ganz gezielt mit vielleicht eben ein bisschen anderen Marketingmassnahmen, als jetzt andere machen, so einzusetzen, dass man eben doch auffällt, halt auch mit wenig Mitteln. Und aufgefallen sind ja eure Sparbemühungen heute, oder? Ja, sie sind gehört worden. Wir haben 2 Regierungsräte heute auf Besuch gehabt an der GV und wir hoffen, dass die 2 das ins Gremium hineinnehmen, dass dann die anderen das auch noch haben. Und wir sind natürlich in dem Sinn auch mit einem Auftritt, mit einem lauten Auftritt an die Regierungsräte gekommen, weil wir haben eine Dudelsackgruppe von 7 Leuten eingeladen, die bei uns hier ohne Gage, damit es eben aufgeht mit der Rechnung, hier laut gezeigt haben, dass wir eben anders sein können als andere, wirkungsvoll gehört werden mit einem lauten Auftritt. Genau. Trotz der originellen Idee der 7 Dudelsack-Spieler, allein mit schottischer Sparsamkeit ist es wohl nicht gemacht. Ebenso wenig mit den Leihgängen von einzelnen Gemeinden und Regionen, wie zum Teil bis jetzt. Was es braucht, ist, dass alle an einem Strick ziehen und ihre Kräfte bündeln.
Nur wer das Fähnchen am höchsten hängen kann, fällt auch wirklich auf. Für den Präsidenten von Nidwalden Tourismus, Josef Lussi, hätte der Entwurf zum neuen Gesetz durchaus noch dürfen mehr Kräfte bündeln, ganz nach dem Motto «Mehr zusammen als jeder für sich». Aus Sicht des Vorstands ist das vorliegende Konzept sehr föderalistisch ausgestaltet worden. Wir stand aber vom Vorstand und hoffen auch in eurem Sinn hinter dem ganzen Konzept, obwohl wir uns vielleicht ein bisschen eine zentralere Ausgestaltung und eine stärkere Rolle von Nidwalden Tourismus sicher hätten vorstellen können. Uns ist es einfach wichtig, dass es jetzt endlich vorwärts geht, dass wir ein ausgewogenes Tourismusfördergesetz haben, wo wir euch mehrheitsfähig im Landrat präsentieren können und wo alle Tourismuspartner dahinter standen und können sagen, jawohl, da machen wir mit, da zahlen wir dran an. Das nützt uns etwas und wir können das unterstützen. Es ist natürlich auch eins vom Vorstand nachher im Landrat, bei den Gemeinden oder auch ich, dass er uns dann unterstützen, zu kämpfen, dass halt der Kantonsbeitrag vielleicht ein bisschen höher ausfällt, als es jetzt angedenkt ist. Das ist ja nicht verboten, dass man dort noch ein bisschen kämpfen und unterstützen tut. Und auf der anderen Seite sind wir vom Vorstand und Frau Terna gefordert, dass wir uns mit unserer qualifizierten, guten Marketingarbeit zielgerichtet haben, präsentieren, dass wir euch von möglichst vielen Gemeinden Geld und Aufträge überkommen, dass wir die für die können ausführen können. Das zum neuen Tourismusfördergesetz. Der Vorstand steht hinter dem Konzept. Wir unterstützen das und wir möchten helfen, dass das nachher auch so umgesetzt wird. Wir haben heute am Nachmittag noch eine dreistündige Sitzung gehabt und die Konklusion aus dem heraus, Gautmar, es wird eine grosse Aufgabe vom Volkswirtschaftsdirektion, das bei allen Gemeinden erklären, wie das gemeint ist, vom Mechanismus her und auch von der Ansätze her. Also das wird eine riesige Arbeit. Und es ist schön, dass wir in dieser Arbeitsgruppe mitschaffen und auch einbezogen werden. Erklärungsbedarf ist gegeben. Nur wenn alle Regionen und Gemeinden hinter dem neuen Gesetz stehen, kommt es auch durch. Die Interessen sind verschieden im kleinen Kanton Nidwalden. Es braucht Einsicht und Kompromissfähigkeit von allen, sonst klappt es auch das Mal nicht, wie schon 5 Mal vorher. Ja, wenn man richtig zählt, dann ist es jetzt der 6. Anlauf. Und wir haben es eigentlich etabliert. Wir haben gesagt, wir wollen im ersten Schritt das Konzept erarbeiten. Das Konzept soll den Weg aufzeigen, ein bisschen grundsätzlich, in welche Richtung das Gesetz nachher gehen soll. Die Regierung hat am 3. März das Konzept verabschiedet und jetzt wissen wir eigentlich, wo wir durchwollen. Das ist der nächste Schritt, das Gesetz auf der Basis dieses Konzepts zu erarbeiten und das dann auch in die Vernehmlassung zu geben. So im Herbst, September wissen wir, ob das definitiv der richtige Weg ist, wenn wir die Vernehmlassung auswerten können. Nach dem nächsten Schritt werde eben der Landrat, der zuerst die Kommission und nachher der Landrat, der das Gesetz täte, beraten. Eben, Kosten und den Nutzen, das ist immer so eine Sache, die man muss abwägen gegeneinander. Wie habt ihr so einen Kostenschlüssel? Was ist da so das Ziel dahinter? Also wir sehen jetzt vor, einen föderalen Ansatz zu fahren. Das heisst, wir Gemeinden werden die Schwerpunkte festsetzen bei der Tourismusförderung. Sie können das auf ihre Bedürfnisse die können sie voll zum Tragen bringen, wir werden die berücksichtigen. Gleichzeitig tut aber der Kanton auch unterstützen. Und zwar 50% in dem, wo die Leistungserbringer bereit sind, Abgaben zu leisten. Und dann ist wichtig, dass die beiden Ebenen, die kantonalen und die kommunalen, dass sie gut miteinander zusammenarbeiten. Neu ist es nicht so weit. Geschäftsführerin von Nidwalden Tourismus, Terna Blättler-Galliker, ursprünglich von der Hofstadt Lauteren, hat müssen und muss auch weiterhin ohne das Geld vom Kanton auskommen. Nichtsdestotrotz, ganz nach dem Motto «Not macht erfinderisch» ist es ihr gelungen, manches verblüffendes Projekt aufzugleisen.
2014 haben wir das Motto Aussichten. Wir haben 44 Aussichtspunkte von Nidwalden in einer Faltkarte zusammengefasst und dann durch das auch noch einen Online-Fotowettbewerb gemacht. Und da sind über 1000 Fotos aufgeladen worden auf unserer Webseite. Wunderschöne Aussichten von Nidwalden. Und mit denen haben wir jetzt unser Bildarchiv auch können erhöhen und haben aber auch physisch 1000 Leute bei uns in Nidwalden gehabt, die die Fotos gemacht haben. Und so können wir profitieren. Ist quasi auch wieder gratis, haben wir das können mitnehmen, die schönen Böden. Genau, richtig, dass wir auch eigentlich können profitieren von Leuten, die Freude haben an Nidwalden und uns mit Freude die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Was haben wir für 2015 im Köcher? 2015 sind wir jetzt gestartet mit dem Leiterli-Spiel. Das heisst, das Motto von Schweiz Tourismus ist Touring, eine Route durch die Schweiz. Wir haben es regional angepasst und haben ein Leiterli-Spiel gemacht durch Nidwalden. Einerseits heisst das, in einem Prospekt sind 40 Aktivitäten zusammengefasst, wo man so durch einen Kanton durch kann reisen, von Aktivität zu Aktivität. Und andererseits haben wir dann, wenn jemand 3 solche Aktivitäten besucht hat, die Möglichkeit, ein richtiges Leiterli-Spiel auf Karton aufzogen, mit Figürli und Würfel, dann können gratis überzukommen und so die zu verschenken und eben auch so in die Haushaltungen reinzukommen, damit sie dann wirklich mit den Kindern auch mit einem Nidwaldner Spiel spielen können. Auch ein anderes als ein Kinderspiel ist aufgelesen vom neuen Nidwaldner Tourismusgesetz. Zu den Herausforderungen der Regierungsrat Otmar Villiger gegenüber Tele Zentralschweiz. Ja, es geht darum, die Abgaben zu regeln, oder? Welche Leistungserbringer, wie viele Abgaben leisten, das ist die Hotellerie, das ist Parahotellerie, das sind Transportunternehmen, das ist Gastronomie. Und nachher natürlich auch, was die öffentliche Hand bereit ist, dazu beizutragen. Und der 6. Anlauf, der gelingt jetzt? Es sieht gut aus. Wir haben das Konzept Hand in Hand erarbeitet, also der Kanton zusammen mit der Tourismusbranche. Man ist sich einig, man sieht den Weg, den wir jetzt gehen wollen. Und von dort her sieht es im Moment eigentlich recht gut aus. Wann könnte das neue Gesetz frühestens in Kraft treten? Das neue Gesetz kann frühestens am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Dr. Villiger hat es gesagt, das Tourismusgesetz im Kanton Nidwalden ist revisionsbedürftig. Was macht ihr, wenn ihr am 1.1.2017 ein neues Gesetz bekommt? Was können ihr denn mehr erreichen? Im Moment ist es einfach sehr, sehr begrenzt. Das heisst, wir können höchstens irgendwie bis Luzern Werbung machen. Das heisst, wir wollen natürlich dann weiter in euer Sendegebiet natürlich dann Werbung machen, auch in Kanton Aargau, Basel und dann auch über die Landesgrenzen aus. Weil wir wollen natürlich auch Feriengäste auf Nidwalden holen und nicht nur Tagesgäste, die dann hier kommen, sondern eben auch in den Hotels und in den Campingplätzen und der Parahotellerie von Nidwalden mehr Übernachtungen auch können zu bringen. Jetzt haben wir ja den starken Schweizer Franken, der eher weniger bringt. Merkt ihr da schon etwas? Im Moment ist es noch erstaunlich ruhig. Also mit den Gesprächen der Hotel und auch der Parahotellerie ist es erstaunlich wenig, wie man im Moment merkt. Ich denke aber, es wird sich dann auf den Sommer zeigen und vor allem auf den nächsten Winter, wo das wahrscheinlich dann schon spürbar wird sein. Der starke Schweizer Franken für den Nidwaldner Tourismuspräsident Josef Lussi ebenfalls ein Punkt auf der Traktandenliste. Das andere Thema ist die Eurokrise. Zum Thema Eurokrise ist am 4. März ein runder Tisch organisiert worden von der Volkswirtschaftsdirektion. Teilgenommen haben die Finanzdirektion, die Steuerverwaltung, namhafte Vertreter von grossen Arbeitgebern, wichtigen Wirtschafts- und Industrievertreter, Körperschaften, die im Kanton sind. Dort, an dem runden Tisch, haben auch wir von Nidwalden Tourismus teilnehmen. Ich durfte dort die Anliegen der Tourismuswirtschaft vorbringen. Wir verzichten hier auf Ratschläge, Empfehlungen und andere Ideen einzugehen. Wir werden Sie weiter informieren. Wir haben etwas vorbereitet. Es gilt jetzt, dass wir das Gästeverhalten beobachten, schauen, ob Gäste
an uns vorbeifahren oder ob sie zu uns kommen, ob sie weiter buchen oder die Buchungen dann annullieren. Es gilt aber auch, kreative Lösungen zu suchen bei den Leistungsträgern, wie wir das können überbrechen können. Und es gilt auch, dass wir jetzt zusammenstehen und Erfahrungen dann austauschen, wenn einer eine ganz gute Idee hat, dass er das weitergeben. Und zum anderen wird es wahrscheinlich nicht darum herumgehen, dass wir halt ein bisschen auf die Zähne beißen und probieren zu kämpfen. Aber beiße nicht so fest auf die Zähne, dass wir noch zum Zahnarzt müssen. Derna wird uns jetzt das Marketingkonzept oder die Marketingaktivitäten vorstellen. Abschließend nochmal Derna Blättler-Galliker. Ein bisschen ausführlicher zwar, aber alles andere als langweilig. Was braucht es für ein Konzept, um als kleiner Kanton in dieser grossen Welt von der Informationsflut und aus Millionen von Angeboten gehört zu werden? Und wie wollt ihr so ein Konzept umsetzen ohne Geld? Wenn man bedenkt, dass ein einziger 30-Sekunden-Spot im Schweizer Fernsehen rund 22'000 Franken kostet, dann wäre unser Budget bereits nach 10 Ausstrahlungen aufgebraucht gewesen. Oder der Kanton Nidwalden hätte für das gleiche Geld noch einmal können an 6 Leuten auf Zürich. Dann wäre es auch fertig gewesen. So haben wir in diesem Jahr ganz besonders gut müssen überlegen, wie wir euer Geld wirkungsvoll einsetzen. Eine spannende Möglichkeit, mit ungewöhnlichen Vermarktungsaktionen aufzufallen, ist das sogenannte Guerilla-Marketing. Das ist Werbung, wo man etwas anders macht als die anderen. Durch das hat man die grösste Chance, auch mit weniger Geld wahrgenommen zu werden. Aber selbst für Guerilla-Marketing-Aktionen braucht es Geld. Und wer ist Weltmeister im sparsamen Geld ausgeben? Genau, die Schotten. Die schottische Sparsamkeit zeigt die folgende schöne Anekdote. Es treffen sich ein Franzose, ein Italiener, ein Deutscher und ein Schott zu einem Picknick. Es ist abgemacht, dass jeder etwas mitbringt. Der Italiener typischerweise bringt eine Pizza, eine Salami. Der Franzose ein Baguette. Der Deutsch ein Mass Bier, Brezel. Und der Schott, was bringt der mit? Er bringt seine Brüder. Und weil wir uns ebenfalls auf den sparsamen, aber wirkungsvollsten Mitteleinsatz konzentrieren und gleichzeitig kreative, innovative Ideen umsetzen, um in dieser Informationsflut überhaupt wahrgenommen zu werden, haben wir unsere ganz eigene Nidwalden Tourismusstrategie müssen entwickeln. Wir können dieser auch sagen, schottisches Guerilla-Marketing. Und wie konsequent wir diese schottische Guerilla-Marketing-Strategie umsetzen, zeigt auch das Beispiel, wie wir heute Abend musikalisch begrüßt worden sind. Der Andreas Steiner aus Ennetbürgen spielt nämlich öfters mit seinem Dudelsack auf dem Matgrat. Und als ich ihn gefragt habe, ob er vor unserer GV Gäste musikalisch begrüßen würde, natürlich ohne Gage, hat er spontan zugesagt und gerade noch seine Brüder mitgenommen. Wir haben Piper, Peter Ottiger, Rolf Hodl, Hugo Meier und Andreas Steiner gehört. Pauke Christian Honecker, jetzt heisst das was? Tenordrum. Uschi Schuppert und der Fendrich Sebi Anderhub. Und mit einem grossen Applaus bitten wir Sie jetzt nun musikalisch wieder uns
und unsere GV zu verlassen, nicht, dass sie bis um 9:30 Uhr warten. Aber den Applaus haben wir euch noch gerne in diesem Rahmen geben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Die Werbetrommel rühren statt daheim in Mecklenburg zu versuchen, wie man es richtig macht, sagt Nidwalden Tourismus. Ein Vorbild für manche regionale Tourismusvereine. Der Beitrag zu sehen, 1,2 Millionen Haushalte in der ganzen Schweiz auf Telenav, Tele Zentralschweiz.